Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Metro Exodus. Hierbei Heisenberg zockt natürlich einmal mehr mit Harry Raufen. Genau, wir raufen mal wieder Harry. Nein, mit dem Kamerakind Harry natürlich. Okay, mal gucken, ob wir wieder Harry raufen müssen. Aber ich glaube, jetzt düsen wir ja irgendwie in eine neue Gegend und ja, da können wir ja zur Abwechslung vielleicht sogar mal Heisi raufen. Mal gucken. Ja, wer weiß. In den Kommentaren wurde öfters darum gebeten, dass er mal spielt. Das werden wir noch machen. Jetzt werden wir aber diese Folge noch so angehen, weil wir ganz einfach jetzt schon so sitzen. Vielleicht tauschen wir nachher mal die Stühle. Ich verspreche, bevor das Let's Play zu Ende ist, also bevor wir Metro Exodus fertig haben, wird er sich mal noch hier hinsetzen. Er weiß davon noch nichts, bitte sagt es ihm nicht. Weil sonst rauft sich Harry dann selber, dann hat er selbst Harry drauf. Das könnte noch passieren. Gut, jetzt aber zurück zum Spiel. Wir sind im Pausenmodus, weil ich glaube, wir kommen jetzt natürlich in die neue Gegend. Würde ich jetzt auch so erwarten und wahrscheinlich startet das gleich mal mit irgendeiner Zwischensequenz. Das glaube ich auch. Wir gucken jetzt ganz einfach mal. Ich drücke mal Escape und dann schauen wir, was passiert. Schnee. Nee, doch nicht. Wir haben die Wüste schon lange hinter uns gelassen. Und trotzdem hält er noch an. Was raucht Crest eigentlich? Das Zeug ist schrecklich. Jedenfalls geht es mir jetzt besser. Aha. Ich störe nur ungern, Leute, aber ihr solltet in den Speisesaal kommen. Das Essen ist fast angerichtet. Danke, Stepan. Wir sind gleich da. Sollen wir gehen, Atjom? Oder noch etwas bleiben? Es ist so schön. Muss ich das jetzt entscheiden? Nein. Ich habe mir Stepan und Katja, dich und mich angesehen. Und gedacht, was für ein Glück wir haben. Bei meinen Eltern war das ganz anders. Es war echt übel. Habe ich dir jemals erzählt, warum meine Mutter gestorben ist? Natürlich nicht. Es lag an Papa. Damals war er noch übler drauf. Kam von der Kaserne nach Hause und griff schon nach der Flasche, während er noch seine Stiefel auszog. Dann stritten sie sich und er kam eine Weile nicht mehr nach Hause. Und in seiner Abwesenheit begann sie auch zu trinken. Wenn sie nüchtern war, weinte sie. War sie betrunken, fühlte sie sich besser, war sehr verträumt. Weißt du, wie sie mich nannte? Einfach nur A. Sie drückte mich und sagte, eines Tages, werden wir beide nach Vladivostok gehen, meine Geburtsstadt. Und von dort zu einem Dorf an der Meeresküste. Ich war damals 5 und begriff nicht viel davon. Aber das Dorf an der Küste konnte ich mir lebhaft vorstellen, weil ich ihr glaubte. Und dann brachte sie sich um, trank irgendein Gift. Nach ihrem Tod hörte Vater auf zu trinken. Er schenkte mir nie viel Aufmerksamkeit. Aber da sie weg war, ließ er mich nie allein, nahm mich überall mit hin. Wir sprachen allerdings nur wenige Male miteinander. Das ist ja cool. Ich hatte eine Puppe namens Shanna. Ich spielte immer, sie sei meine Tochter und wir würden zum Meer gehen. Vater versteckte sie irgendwann, sagte mir, sie sei verloren gegangen. Vermutlich wollte er nicht, dass ich unter Mutters Traum litt. Leidet, dann bieten wir ihm eine Tasse mit einem heißen Getränk an. Ja, stellte ich mir vor, sie wäre groß geworden und nach Vladivostok gegangen. Und jetzt gehe ich. Nicht nach Vladivostok, aber mit dir. Der Traum ist wahr geworden. Ja, sollen wir mal essen gehen? Übrigens habe ich immer gefragt, so. Also ist ja nicht so, dass einem das jetzt gar nicht interessiert, aber auf der anderen Seite. Aber weißt du, warum ich grinsen musste? Also das ist ja schon... Alles wäre möglich. Wegen dem Dorf? Nee, warte mal schnell. Jetzt. Los, Atjom. Ich hole mich noch etwas aus und komme später dazu. Okay, sorry, wenn wir das abgeklemmt haben, aber warum ich lachen musste, das muss man sich mal vorstellen, diese Kindheit. Der Vater trinkt, kommt nach Hause, kommt dann gar nicht mehr, die Mutter trinkt und so weiter. Das wäre ja schon schrecklich genug, aber das Schrecklichste daran ist tatsächlich, dass die Mutter sie dann damit tröstet, dass sie nach Vladivostok... Was ist das für ein Leben?
Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, so wenn dann also, die Alternative... Boah, ja, eben, einfach nur... Also nichts gegen Vladivostok, ich war da noch nie, aber das klingt jetzt nicht nach der Stadt, wo man sich Träume erfüllt. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen musste ich lachen, weil... Ja, das ist halt dann wirklich speziell bitter. Aber okay, jetzt, ich würde sagen, wir gehen essen. Was haben wir denn hier? Können wir uns hier noch setzen? Tatsächlich. Naja, da waren wir ja schon mal mit dem Tagebuch. Was können wir hier alles machen? Moment. Aha, Tagebuch, Team, neue Welt, Lebewesen, Ausrüstung, Waffen. L wäre Waffen. Ne, doch nicht. Hier haben wir die Waffen. Ja, okay, das ist einfach ja so eine Art Wikipedia. Wobei, nein, Wikipedia ist es nicht, wenn schon ist es ein Duden. Ja. In der analogen Welt ist es dann eher ein Duden. Da haben wir noch ein Radio. Blödsinn, Funkgerät haben wir hier. Ach so, da sind wir ja schon mal dran gewesen. Stimmt, da genau. Hast du recht. Dass wir hier ein bisschen suchen können, lassen wir, weil wir haben Hunger. Wir gehen wieder raus, das wäre mit A. Okay, dann gehen wir mal schauen. Du hast immer noch keinen Hunger? Nein, ganz verträumt sitzt du da. Aber schon cool. Irgendwie so ein Zug. Umbauen. Eine gewisse Romantik, ja, oder wie? Und ja, nee, einfach so irgendwie dieses Fahren und man hat trotzdem irgendwie, das sieht ja ein bisschen aus wie in einer Wohnung. Es ist eigentlich eingerichtet, das Ganze halbwegs. Ich finde das irgendwie schön, weiß auch nicht. Hat schon was. Abgesehen davon, dass Zugfahren eh was Cooles ist, wenn man sitzen kann. Was sagt man dazu? Wir sind alles ist perfekt, Nati. Folge uns. Okay, ihre Eltern waren dann doch nicht die einzigen Trunkenbolde offensichtlich. Nee, da gibt's in Russland doch ein paar. Ja, vermutlich. Und nicht nur in Russland. Oh, halt, hier hinten ist Tohu Wabohu. Da steigt die Party. Da steigt die Party. Ach, das ist das die Hochzeitsparty? Habe ich mich auch gerade gefragt, ob die dir hier Hochzeit feiern? Ich komme hier nicht vorbei, doch, es geht. Vielen Dank, Jungs. Ach, guck, Idiot ist auch da. Ich habe schon zu lange geschwiegen, aber jetzt muss ich es sagen. Ich muss dich vor Stepan warnen. Er ist unglaublich und fürchterlich nett und warmherzig. Ja, tatsächlich. Setz dich in meine Nähe. Ich bin beeindruckt. Machen wir doch klar. Was habe ich verpasst? Das ist nur Lester. Du hättest sehen sollen, wie sie getanzt haben. Keine Sorge, du bekommst noch eine Gelegenheit. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Ein halbes Jahr unterwegs und 4000 Kilometer hinter uns. Wir haben viel durchgemacht. Damir. Also gut, Leute. Es ist mir klar, dass ich das nicht länger vor euch verbergen kann. Nach reichlicher Überlegung und sorgfältiger Begutachtung der Satellitenkarten, die wir bekommen haben, gibt es möglicherweise ein neues Zuhause für uns. Es ist ein Flusstal. Dort gibt es einen Wald und ein Wasserkraftwerk. Ja. Es befindet sich fernab der dicht besiedelten Gebiete, was sehr wichtig ist, wie unsere Reise gezeigt hat. Wir sind jetzt noch etwa 2 Tage entfernt. Also, Glückwunsch an alle! Ja! Trotzdem ist das heute nicht unser letzter Punkt auf der Tagesordnung. Stepan, Katja! Oh, Ringe! Stepan, Katja, sprecht mir nach. Hiermit nehme ich dich zum Mann. Nehme ich dich zur Frau. Und werde dich von nun an in Ehren halten. In guten wie in schlechten Zeiten. In guten wie in schlechten. In Reichtum und Armut. In Reichtum und Armut. In Krankheit und Gesundheit. Um dich zu lieben und ehren, bis der Tod uns scheidet. Kann ich da nicht eingreifen? Wieso möchtest du die Hochzeit verhindern? Ja. Ich bin verheiratet. Nee, das kann ich jetzt nicht. Meine Frau guckt eventuell auch das Video. Mann und Frau. Nein, ich wünsche Scherz euch ein langes und glückliches Leben. Ach, und Gorko. Gorko! Gorko! Schön, freut mich für die beiden. Absolut. Anna hustet mir ein bisschen zu sehr.
Das ist nicht gut. Ach, die Grüne. Kann ich was machen? Meine Fresse. Oh, oh, oh. Anna, was ist denn los? Seid vorsichtig, Leute! Anna, bitte haltet durch! Was ist denn los? Was ist denn, Anna? Was ist das für ein Husten? Bitte, tu doch was! Drängt euch nicht um sie, lasst ihr Luft! Verdammt! Tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Wovon redest du denn da, Baby? Im Yamantau, als sie mich verschleppten, sagte dieser Ghoul-Doktor, dass meine Lungen sich zersetzen. Von dem Gas, das ich am Munitionsdepot eingeatmet habe, sagte ich hätte nicht mehr lange. Wie kannst du diesem Monster nur glauben? Wir sind doch durch die Wüste und der ganze Sand. Das könnte doch der Grund sein. Katja, Arjun, auf ein Wort. Mir geht's gut, Atjom. Geh, alles ist jetzt gut. Naja. Ja, richtig. Unschön. Definitiv unschön. Ziemlich. Ist nicht so recht. Das ist echt sauer. Also, Atjom, kannst du mir sagen, was wir jetzt machen? Lassen Sie uns konstruktiv sein, keine Panik schieben. Und Katja, was glaubst du? Ich glaube, dass es nicht klug ist, der Diagnose eines Degenerierten zu glauben. Ein Umzug von der feuchten Metro in die Wüste mit trockener Hitze und Sandstürmen ist Stress für die Lunge. Ich glaube auch, dass sie vorher schon Symptome gezeigt hätte, wäre es das Gas gewesen. Daher werde ich sie erstmal nach bestem Wissen untersuchen. Außerdem reisen wir zu diesem Tal voller Waldläufe. Die alleine könnte sie schon heilen. Ich mische mich nur ungern ein, aber ist etwas passiert? Anna hat Blut gehustet. Mein Gott. Meinst du wirklich, es liegt am Sand? Klingt für mich eher nach TB. Ganz TB kriegen wir in den Griff. Wir haben genug Antibiotika. Frische Luft hilft dabei auch. Aber was? Was, wenn dieser Degenerierte recht hatte, Katja? Was machen wir dann? Gibt es ein Medikament? In unserem Dorf gab es eine Flakbatterie. Zu Beginn des Krieges erhielten sie ein neues Medikament. Es hat viele Menschen vor Gas und allgemein Vergiftungen geschützt. Ich schaue mal Mamas Aufzeichnungen durch und suche den Namen raus. Ich glaube, es wurde in Novosibirsk hergestellt. Nichts wie hin? Mach mal. Bieg vorne links ab. Yermak, deine Meinung? Für Anna würde ich bis zum Ende der Welt fahren. Und Novosibirsk ist gerade mal 2000 Kilometer entfernt. Dann ist das beschlossene Sache. Wir fahren zu dem Tal. Wenn es geeignet ist, bleiben wir dort. Sollte sich Annas Zustand verschlechtern, suche ich mit einer Gruppe Freiwilligen nach dem Medikament. Also, Katja, bitte finde den Namen heraus. Mach ich. Keine Sorge. Eine Sache noch, Artyom. Ich möchte in diesem Tal keine Überraschungen. Du bist unser erfahrenster Späher. Also nimm die Motordraisine, einen Freiwilligen und sieh dir alles an, bevor wir eintreffen. Lass uns erst mal zurückgehen, Anna und die anderen zu beruhigen. Ja, aber jetzt Anna alleine lassen? Jetzt verstehe ich. Klar, hat ja den Papa dabei, aber. Du musst dir die ganze Zeit daran denken. Naja, mal noch kurz bei ihr vorbei und dann ist es vielleicht schon wichtiger, dass wir uns darum kümmern, dass wir sie retten können. Also hier kommen eure Befehle. Erstens, Ruhe bewahren. Der Plan steht. Wir fahren zu diesem Tal mit seiner frischen Luft und dem sauberen Wasser. Und dann siedeln wir uns dort an. Sollte Annas Gesundheit... Papa, bitte! Ich wiederhole, Anna. Falls es dir schlechter gehen sollte, so gibt es ein Medikament, von dem Katja uns erzählt hat. Falls nötig, werden wir es für dich finden. Es klingt nach einem guten Plan. Ich möchte auch sagen, Leute, macht euch keine Sorgen. Es ist schon schlimm genug, dass ich euch die Party verdorben habe. Ach komm schon, du hast gar nichts verdorben. Ich habe mir wohl zu viele Gedanken über den Mist von dem Kerl in Yamantau gemacht. Obwohl es bestimmt nur der Sand und das Wüstenklima sind.
Natürlich, daran wird es liegen. Genau das haben wir gerade besprochen. Also gut, ein Toast. Auf euch, Leute. Seid einfach fröhlich. Auf euch! Ein guter Toast! Ach, ich kann mich setzen. Jetzt merke ich das, Fang. Stefan, aber nicht du mittrinken. Lied? Nein. Ja. Über uns. Ambrosia. Jetzt können wir trinken. Ich würde ja gern. Ist das Glas leer? Blinkt's da rum rot? Kaputt. Geht nicht, das ist doch nie da. Es blinkt rot. Ja, wie, es blinkt rot. Vielleicht sollten wir nicht mehr trinken? Oh. Ja, klar. Also wenn er so singt, dann muss ich erst recht trinken. Essen können wir auch nicht, okay. Gibt's hier verschiedene Stühle? Hallo, kleines Mädchen. Die süße Gefährtin. Die Motordresine. Ich gehe jetzt mal den Zug ausrauben. Genau. Nee, wir bleiben noch ein Momentchen, würde ich sagen. Wenn wir können. Die Frage ist, können wir was anderes? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich nicht. Ich setze mich mal nochmal. Ja. Ich glaube nicht, dass man jetzt was anderes machen kann. Vielleicht hinten rauslaufen? Weiß nicht. Ich glaube, da kommen wir nicht durch. Stehen ja alle im Weg. Kann ich denn jetzt? Blink. Ich glaube, wir haben keine Tasse. Ach so. Also was man hier nicht alles denken muss, die ganze Zeit braucht man Medikamente, man braucht Munition, man braucht Feuermunition. Und jetzt haben wir keine Tasse, sag mal. Sie hätte eine Tasse. Sie? Ja, ah, die kleine. Ah. Mir hat sie gerade nochmal. Oh, ich wusste mal. Nastja? Nastja? Das kennst du ja. Nastja, ja. Papa Milo. Und die Katja. Okay, das muss reichen. Ist ja schön, wenn die singen, aber... Wir haben eigentlich was Wichtigeres zu tun. Ja, nämlich zur Dresine. Richtig. Aber ich kann ja nicht da außen fahren. Raus oder so, außen rum. Fahren, Zug. Vielleicht. Vielleicht. Keine Ahnung. Ein Hupen. Cool. Klingt wieder Anfang von Eisenbahnromantik, der Sendung. So, aber nee, ich komme doch hier nicht runter. Aber warum nicht nochmal einfach einen kleinen Spaziergang machen? Ja, hier? Mal so ein bisschen die Landschaft beäugen. Wir haben ja noch nicht gesehen, was uns hier erwartet. Ja, das ist immer noch Wüste, guck mal. Ja, ein paar Bäume hat. Und einfach geradeaus die Schiene. Ja. Einfach geradeaus, keine Kurve, nix. Ah, das sieht halt immer noch einfach nur lecker aus hier mit der Textur drauf. Ich liebe es eben, wenn man aus Seiten kommt, wo Schrauben einfach ein Pixel waren. Ja, und auch der Stern, der sieht hier schon fast wirklich dreidimensional aus. Ja, schön mit dem Rost. Ja, das ist aber schon... Ist halt Metro. So, aber ich glaube nicht, dass wir hier neben drunter kommen, solange der da sinkt. Schaut nicht danach aus, nee. Komme ich hier rauf? Da finden wir noch was Schönes. Das ist eine Kiste. Nein. Hm, vielleicht müssen wir hier nach hinten übers Dach. Ich guck mal. Ne, hier komme ich tatsächlich nicht weiter. Aber auch eine coole Position. Ach, ich kann wieder rauchen. Guck mal an, das geht dann. Das ist eine interessante Kippe aus Zeitungspapier hergestellt. Aber cool, wie sie das gemacht haben mit dieser Zugfahrt. Dass man, im Prinzip könnte man drin sitzen, der Musik zuhören. Auf der anderen Seite, man kann hier oben stehen, eine Zigarette rauchen und tatsächlich außen ist was. Ich glaube, wir verpassen gerade, was die labern, oder? Meinst du? Okay. Irgendwas. Naja, wir haben ja eigentlich unseren Job. Ich bewundere gerade oder die Gegend hier. Nee, die ist wunderschön, absolut. Oder kann ich hier vielleicht aufs andere Dach versuch doch mal. Nee, geht nicht. Nee? Okay, nee. Wir müssen hier, oder kann ich hier runter? Das kann ich auch.
Ich glaube, Pamela redet schon wieder. Ja, aber der redet den ganzen Tag. Also von daher, wir gehen trotzdem nochmal gucken. Sag nicht Papa zu mir. Ein 20-Jähriger denkt vielleicht nicht über Kinder nach. Aber ich würde gerne noch meine Enkel zu sehen bekommen. Klar, du könntest ihnen den Nachlass beibringen. Man könnte hier verdursten. Natürlich, du bist herzlich willkommen, Nastja. Opa Miller wird allerdings nicht aufgeben, bis er eigene Enkel hat. Ich muss mal weg. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Sie ist wunderschön, sportlich. Klar, mit dem Gewehr bin ich olympiareif. Ich verstehe ja, wenn man in der Metro keine Kinder haben will. Dunkelheit, TB, Ratten, Mutationen. Aber hier? Schon gut, Papa. Heute Nacht beginnen wir mal mit der Problemlösung. Ach. Ah. In diesem Sinne, wie wäre es mit einem Schnaps? Auf die Wiederbevölkerung der Erde. Auf Kinder! Ja, auf Kinder! Das freut die Nastja. Kann ich denn jetzt? Wunderbar. Ah, schau an. Er hat die Tasse gefunden. Die 3 Tage zu spät. Möge sie wachsen und gedeihen. Hurra, auf die neue Kolonie. Gleich nochmal einen nachlegen. Und auf weitere Frauen, die hinzukommen. Aljoscha, an dir habe ich nie gezweifelt. Ja, Aljoscha. Ich glaube, darüber solltest du dir keine Sorgen machen. Wenn alles klappt, werden Menschen zu uns kommen. Ehrliche, gute Menschen. Ich bin sicher, die haben auch überlebt. Tja, und sollten böse Menschen nachschlagen, werden sie das noch bereuen. Oh, ganz bestimmt. Wenn wir die faulen Äpfel aussortiert haben, können wir dann überlegen, was wir mit Moskau unternehmen. Das ist wohl wahr. Auf die Liebe. Auf die Liebe. Auf die Liebe. So, wir brauchen eine Draisine. Kann ich hier mal? Aha, hier yes, kann man yes. Fliehen. Hätten wir das vorhin schon gemacht? Ich weiß es nicht. Nee, aber das war jetzt auch nicht so falsch, da mal ein Momentchen zuzuhören. War doch schön. Du bist dran, Antjom. Na los, beeindrucke uns. Hä, womit denn? Was? Die Hitze ist echt unerträglich. Ja. Setz dich zu mir, Antjom. Jetzt schon wieder? Ich wollte doch gerade abhauen. Also eigentlich ja. Nee, da geht wieder zurück. Ach, das ist gar nicht so einfach in diesem Zug hier irgendwie. Ach, da muss ich hin. Okay, wir setzen uns mal nochmal kurz hin. Tun wir das überhaupt? Doch, wenn ich hier jetzt. Dann geht das. Und man weiß ja nie, ob es nicht das letzte Mal ist, so wie die gehustet hat. Na, das wollen wir uns jetzt mal nicht ausmalen, würde eine gewisse Schwermut muss ich jetzt, auf das, muss das ich Spiel gehen. Und die Folge werfen. Oh. Ach, Musik ist aber besser geworden. Okay. Weil ich kann doch gar nicht Gitarre spielen, ich bin doch Schlagzeuger. Ach, jetzt legt das wieder weg. Ich dachte, wenn ich da draufklicke, dann spielt er. Stepan, naja, spiel noch was. Ja, okay, sie möchte eh nicht mehr von Artyom hören. War nicht so begeistert. Ja, Mädel. Wir haben unser Bestes gegeben. Bleib gesund, wir haben was zu tun. Wir müssen nämlich gucken, dass wir jetzt mal schauen, was es da sozusagen in dem Wald gibt, damit wir auf der sicheren Seite sind, wenn wir da ankommen. Und dafür brauchen wir die Draisine. Aber müsste da der Zug nicht vorteils oder vorzugsweise anhalten? Oh, hier. Oh, eine Werkbank. Hallo, mein Freund. Hallöchen. Da wollen wir natürlich mal noch schnell. Knarre oder so? Was? Eine neue Knarre vielleicht mal wieder. Irgendwie einfach so oder so. Was haben wir denn hier montiert? Schwere Schaft. Tage für mehr Variante. Montieren. Langer Lauf montieren. Montieren. Ja. Ja. Und ach, hier neue Knarre könnten wir natürlich tatsächlich mal noch nehmen. Eine Gatling? Eine Gatling? Ja. Ja.
Langes Dauerfeuer. Kommt eben immer darauf an, auf was man stößt. Richtig. Bulldog, was haben wir denn jetzt gerade am Start? Das Teil hier, den Taumler. Trommelschrotflinte. Ja, Kalasch. Die hatten wir doch mal. Die war ziemlich gut, die Trommelschrot. Die hatten wir jetzt. Auf näherer Distanz natürlich. Bulldog. Ja, ich weiß es nicht. Da ist wahrscheinlich, jedes hat seine Vor- und Nachteile. Ja, je nach der Situation klar. Ist das eine bessere. Ja. Das eine besser, bei einer anderen Situation ist das andere besser. Eine Fernwaffe und eine Nahwaffe vielleicht, so als Ausgleich. Die Gatling-Gun haben wir sowieso montiert, da oben sehe ich gerade. Ja. Tatsächlich. Okay, hier könnte man mal noch... Nee, doch nicht. Da haben wir noch die hier. Sauber ist sie. Waren wir bei der hier, das wir hier tauschen wollten. Ja, Taumler. Ich würde sagen einfach, dass wir auch mal noch was anderes haben. Vielleicht irgendwie Bulldog. Feuerkraft, Genauigkeit. Vorgänger, geringere Schussfolge sorgt dafür, dass es im Feuerstoßmodus besser zu kontrollieren ist. Wir nehmen mal das. Was meinst du? Okay. Einfach mal, dass wir mal was anderes auch die ausprobiert haben. Okay, haben wir das am Start. Jawohl. Dann werden wir hier aber noch die ganzen anderen Sachen montieren. Jetzt müssen wir natürlich noch gucken wegen Feuer, Munition etc. Mhm. Ich nehme einfach mal das ganz rechts. Das kann nicht so falsch sein. Reparieren müssen wir da nichts. Gasmaske ist auch okay. Da haben wir die Taschenlampe. Nachtsichtverstärker brauchen wir nicht. Ladegerätsteuerung lassen wir. Den Harnisch haben wir hier. Und hier haben wir Kompass. Das ist alles okay. Mal schauen, ob wir hier noch mehr hinkriegen. Ja, ordentlich sogar. Welches war hier gleich nochmal die Feuermunition? Schrot. Können wir auch gebrauchen. Die ist weit unten, da. Ah, leider mit der 20er nicht, aber wir konnten auch ordentlich was machen. Also das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Das Molly. Großmesser 5. Und den Rest lassen wir mal. Wir müssen dann ja eh wieder gucken, dass wir da noch ein paar... Entschuldigung, verschluckt. Dass wir da noch ein paar Sachen finden, damit wir wieder leveln können. Der Kompass, ja, das ist soweit klar. Kann ich hier keine Knarre nehmen? Nee, das geht leider nicht. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier nicht das Klo finden, das haben wir gefunden, sondern wie wir hier vom Zug runterkommen. Mal gucken, wie lange die noch fahren. Aber sensationell, wie einfach außenrum immer noch was ist. Dörfer, Stromleitungen, man fährt und fährt und fährt. Naja gut, wo wir hinfahren, das finden wir in der nächsten Folge raus. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss. Alles klar, danke euch und tschüss.